Am 24. Oktober fand der 6. Stiftungsrechtstag an der Universität Liechtenstein statt. Der Trend zu den zunehmenden Löschungen im Bereich Stiftungen ist nicht nur im letzten Jahr der Fall gewesen, sondern seit mehreren Jahren. Es hat einfach mit der ganzen Bereinigung auf dem Finanzplatz Liechtenstein zu tun, wo es darum geht, dass wir die Umsetzung von der Weißgeldstrategie vorantreiben und Kunden sich generell neu orientieren. Es hat nicht nur mit dem Steuerthema zu tun, sondern hat auch mit der Anerkennung von Stiftungen und anderen Rechtsformen im Ausland zu tun. Es muss ein Bestreben von der Regierung und auch von den Marktteilnehmern sind, die Anerkennung von unseren Rechtsformen im Ausland zu stärken. Und dann bin ich überzeugt, dass die Stiftung eine gute Zukunft hat. Die Stiftungsaufsichtsbehörde, wir beaufsichtigen gemeinnützige Stiftungen. Bei den gemeinnützigen Stiftungen ist es so, dass die allermeisten eine Revisionsstelle haben. Und wenn eine Stiftung aufgelöst wird, zum Beispiel weil sie kein Geld mehr hat oder weil der Zeitablauf ist oder weil der Stifter das widerrufen hat gemäß Statuten, dann gibt es einen Abschlussbericht, der wird uns eingereicht. Wir schauen, ob alles in Ordnung war. Und für den Fall das gibt es aus der Seite von der Stiftungsaufsicht eine Zustimmung zur Löschung im Handelsregister. Wenn das nicht so ist, dann sind wir die Behörde, die dann zum Landgericht geht und dort entsprechende Massnahmen beanträgt. Wenn ich in den letzten 3 Jahren zurückschaue, dann kann ich sagen, wir haben keine Fälle gehabt, wo wir haben müssen zum Landgericht gehen. In den Fällen, wo wir eine Beanstandung gefunden haben, hätten wir es können mit dem Stiftungsrat vorher schon lösen. Die Stiftung ist nach wie vor das zentrale Strukturierungsinstrument für die Strukturierung sowohl privaten Vermögens, aber insbesondere auch für die Umsetzung philanthropischer bzw. überhaupt gemeinnütziger Zielsetzungen. Das war in der Vergangenheit so und wird auch in der Zukunft so sein. Sicherlich werden wir zahlenmäßig in der Zukunft weniger Stiftungen haben, aber auf der anderen Seite werden wir qualitativ bessere Stiftungen bekommen, maßgeschneiderte Stiftungen. Und ich denke nach wie vor, dass sich insbesondere im gemeinnützigen Bereich oder auch bei der Strukturierung von Vermögen für High Net Worth Individuals oder im Bereich der Unternehmensnachfolge, Familienerbfolge, die Stiftung nach wie vor sehr gut behaupten wird. Der Wegfall von Begünstigten bedeutet an sich noch nicht per se einen Auflösungsgrund, sondern es kommt vor allem entscheidend darauf an, ob der Stiftungszweck erreicht ist oder nicht mehr erreichbar ist. Das kann natürlich auch der Fall sein, wenn kein Begünstigter mehr da ist, aber man muss hier streng unterscheiden, ob jetzt aktuell keine Begünstigten da sind oder ob es auch in Zukunft, in absehbarer Zukunft ausgeschlossen erscheint, dass Begünstigte noch überhaupt entstehen können, weil es gibt ja verschiedene Gruppen von Begünstigten, es gibt also Begünstigte, Berechtigte in Liechtenstein, es gibt Anwartschaftsberechtigte, Ermessensbegünstigte. In Österreich kennt man zwar diese Kategorien so in der Form nicht, aber der Sache nach ist es ähnlich. Das heißt, der bloße Wegfall der Begünstigten aktuell heißt noch nicht, dass der Stiftungsrat oder Vorstand jetzt die Stiftung auflösen kann. Er muss sie allerdings auflösen, wenn der Stiftungszweck nicht mehr erreichbar ist. Der Stiftungsstandort Liechtenstein ist im Wandel. Wir haben ein neues Stiftungsrecht seit knapp 4 Jahren und würden uns sicher auch in ein paar Jahren wieder Gedanken machen müssen, wie man das Stiftungsrecht weiterentwickeln kann. Da gibt es sicher auch den Stiftungsrechtstag, der heute Abend stattfindet, wichtige Impuls. Es wird auch die Frage sein, wie Kunden in Zukunft sich verhalten. Vermögensstrukturierung im legalen Rahmen wird auch in Zukunft ganz ein wichtiges Standbein vom Finanzplatz Liechtenstein sein. Und dort ist die Stiftung eines der zentralen Produkte.